Hohe. Also ich hatte das Spiel direkt nach der Aufnahme, hat es dann geklappt? Ja, kann geklappt, kann man nicht sagen. Es war vorbei, dann stand da eine Entlohnung von 0. Dies, das und dann das Ladezeichen bei 3 Sekunden, habe ich auch wieder neu aufgenommen. Allerdings hat es danach direkt wieder gehangen in so einem Ladescreen. Und ja, ich habe es jetzt nochmal neu gestartet. Und keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich hoffe, der Scheiß funktioniert mal, weil ich würde gerne sehen, wie das Rainbow Six ist. Alleine schon, weil ich, wie gesagt, überhaupt keine Erfahrung mit diesem Spiel gemacht habe, außer damals. Und da hat es mir halt gar nicht gefallen. Der ist also im Rapid Fire Mode raus. Warum auch immer. So, jetzt ist er wieder drin. Machen wir ihn erstmal raus, vielleicht hat es damit zu tun gehabt. Wird zwar keinen Sinn ergeben, aber man weiß ja nie, ne? So ein bisschen offline aktuell. Interessant. Ja. So. Warum hier oben mein Avatar falsch dargestellt wird? Ach nee, stimmt, ja, okay. Ist mein öffentlicher Avatar. Mein Privatavatar sieht halt anders aus. Hier noch einfach Play. Witz, komm raus. Ich blick gerade nicht ganz durch, ehrlich gesagt. Nimm mal den GSG 9. Spiel den Eco. Und können ihn nicht freischalten. Also ich habe nicht genug von diesen Dingern, also eben. Ich gehe mal kurz offline, cheate mir schnell ein paar und bin dann gleich wieder da. Da bin ich wieder. Spaß. So, ja, keine Ahnung. Die muss man freikaufen. Die kosten anscheinend alle 500. Und ob hier ist wahrscheinlich. Ne, also ja. Alle 500 gehen wir mal auf SOS. Snatch. Ja, okay, also keine Ahnung, was das ist. Wir brauchen nur 500. Spielwährung, was auch immer das ist. Und wenn wir jetzt mal nochmal hier das versuchen, Team Deathmatch. Und ja. Hier findet sich halt einfach nichts. Keine Ahnung warum. Versuchen wir nochmal den anderen Modus hier. Okay, jetzt wird wenigstens schon mal mein Name angezeigt. Also, wir sind das blaue Team. Ich denke mal, das ist Polizei. Warum dann Kranz nur 6 ist, keine Ahnung. Vielleicht, weil wir zu 5 sind. So, Terrorist Hound Classic. Also, wir müssen jetzt Terroristen jagen. Ich hab Gefühl, das ist. Warum. So sind die Waffen jetzt aufgebaut. Okay. Die haben wir alle nicht. Die finde ich ja interessant hier. Aber wir haben nur das hier. Mir bleiben den Nazis treu. So, haben wir hier eine Halbautomatik? Ja, wie geht? Jo, das ist schon mal keine Halbautomatik. Nee. Wir haben hier keine halbautomatische Waffe. Pistole.
Keine Ahnung, was das ist. Und ja. Ein GAG-9 gefällt mir schon mal. Hieß der so? Eliminate the terrorists. Gefällt mir schon mal gut. Ansonsten. Okay, Sekunde. Kill alle Mobs. So. Das ist wieder normal. Boah, ist ja richtig schwummelig. Ne? Also die Geschwindigkeit geht. Ist anpassbar auf jeden Fall. Aber ist ein bisschen schwummerig. Ihr seht das ja auch, dass es schwammerig ist. Das hat er immer noch gemacht, ja. Wie machen die das? Machen die das? Okay, Einzelschuss ist da. Vielleicht ist die Waffe dann stärker, wenn ja, dann testen wir jetzt den Einzelschuss erstmal. Oder das ist nur, damit man präzisere Schüsse setzen kann. So behindert, Bulli? Was ist mit dir? So, also Hurensohn haben wir angeschossen, auf jeden Fall schon mal. Hier machen wir mal sowas. Ich kann sehen, wie es klappt. Ja, muss man ja jetzt wahrscheinlich drauf schießen. Team Gadget? Ach so, weil ich mein eigenes Gadget kaputt gemacht habe, gab's nichts. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Wieso rennt der so langsam? Ach, den habe ich gerade angeschossen. Wie schlecht. Waren das jetzt KIs? Ich weiß es ja nicht. Ne? Die Controllergeschwindigkeit war mir vielleicht doch ein bisschen zu heftig erstmal. Ich muss mich da wieder dran gewöhnen. Ich habe Borderlands gespielt. Und die, die es kennen, wissen, dass es ein sehr langsames Spiel ist. So, auf jeden Fall sah interessant aus. Die Steuerung ist mir viel zu schwammig. Ich hoffe, die wird besser, weil das war Müll ohne Spaß. Da wir haben jetzt 86 von diesen Marken. Ich glaube, davon brauchen wir die 500. Gucken wir morgen mal. Das ist nicht nochmal genau dasselbe wie eben. Das ist safe dasselbe, oder? So, ja, warum auch immer der ist auf Erdmeister ist. DSG9. Ja? Also bitte. So. Fuzzi. Kann man da irgendwie überspringen hier? Bastard. So, Einzelschuss schien wirklich stärker zu sein, habt ihr gerade eben gesehen. Zwei, drei Schuss war der weg, geben wir ein halbes Magazin. Dann spielen wir natürlich jetzt, weil wir den Rapid Fire Controller haben. Mit Einzelschuss. Aber warte mal.
war gerade eben langsam. Ich wollte schon sagen, okay, hat sich erwischt. Ich will jetzt trotzdem gerne wissen, wie das. Jo, nee, was macht das? Hallo? Scan? Ja, ich würde gerne wieder raus. So. Pfeile senden. Kamera. Nach rechts. Das gewesen. Ja, schön, schön. Das Ding. Dann gucken wir mal jetzt hier mit der Pistole aus. Dann kommen wir mal von hier rein, würde ich sagen. Jo, das hat sich gelohnt. Das können wir auch, ich hab noch vergessen wie. Okay, er ist halt unverwundbar und explodiert. Nachdem er erstmal unverwundbar ist. Okay, hier sind schon die. Ich sehe jetzt nicht ganz den Sinn darin. Also wir sind Bullen und stürmen das Gebäude. Und dann knallen wir einfach den raus. Ne? Lassen wir die mal die Tür selber kaputt machen. Wir generieren wahrscheinlich keine Gesundheit. Können wir schießen? Leider nicht. Okay. Ich glaube, Headshots bringen mehr Punkte. Hey, ich war das doch. Ja, ich habe ihn niedergeschossen. Aber ich habe auch den anderen niedergeschossen. Ihr wisst, jemand. Oh, ihr habt es von meiner Seite aus gesehen. Ich war der Einzige, war der Erschießer gerade. Aber das war nicht so die coole Pistole, damit kann man nicht so schnell schießen. Naja, das macht mir halb Spaß. Ich muss sagen, da ist irgendwie, da fehlt was, ne? Und aus dem Speicher hat er irgendwie niemand ein Set. Das fuckt mich sehr, 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 sehr. Sehr, sehr, sehr. Und es wiederholt sich auch die ganze Zeit nur diese eine Map. Und da man ja irgendwie kein Team Deathmatch spielen kann, was ich schade finde, würde ich nämlich gerne machen. Ich habe keinen Bock auf Computergegner. Ich würde gerne wissen, wie diese Sprengladung oder was auch immer ich da platziere funktioniert. Und so weiter und so fort. Wir nehmen jetzt erstmal eine andere Waffe. Die Schrotflinte mal. Also das ist schon dazu da, wo ich denke, dass es dazu da ist, aber es funktioniert halt nicht. So, letzte Ding und dann gucken wir noch mal, was sonst noch geben könnte. Dann starte ich einfach noch mal einen Online.